Was ist die richtige Stagegröße für mich? Das diskutieren wir heute im Video. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute möchten wir darüber diskutieren, welche die richtige Stagegröße für euch ist. Immer wieder kommt die Frage, ich würde gerne eine 80 Kubik, eine 40 Kubik oder eine 7 Liter Stage kaufen. Was ist denn hier die ideale Lösung, um möglichst viele Tauchgänge damit abdecken zu können? Leider lässt sich diese Frage nicht so einfach beantworten. Wir haben nicht umsonst standardmäßig drei verschiedene Größen an Flaschen, die wir bei unseren Tauchgängen üblicherweise einsetzen. Es gibt aber eine relativ klare Einteilung, wenn man mit vielen Stages oder wenn man mit mehr Stages unterwegs sein möchte. Die 80 Kubikfuß Stage ist mit ihren 11,1 Litern ideal als Bottom Stage, also als eine Flasche, die ihr dann verwendet, wenn ihr euer Grundgas länger oder wenn ihr eure Grundzeit ausdehnen wollt und damit einfach mehr Luft und Gas unter Wasser braucht. Als Deko Stage verwenden wir standardmäßig die kleineren, die 40 Kubikfuß Flasche und die 7 Liter Flasche. In der Regel wird in der Deko nicht mehr so viel Gas verbraucht wie während des Tauchgangs, sodass bei einer Kombination aus Doppel-12 und 80 Kubikfuß Bottom Stage ist es dann ausreichend, eine 7 Liter Flasche für den 21 Meter Stopp oder für die Deko ab 21 Meter zu verwenden. Hier wird in der Regel ein 50er Nitrox verwendet und damit habt ihr hier mit 7 Litern ordentlich Gas dabei, um eure Deko ab 21 Meter allein mit dieser Flasche ausführen zu können. Die 40 Kubikfuß Flasche verwenden wir in der Regel für reinen Sauerstoff. Mit etwas über 5 Litern, 5,7 Litern, ist sie eine sehr kleine Flasche, die für den Deko-Shop ab 21 Metern etwas grenzwertig ist, da ihr einfach um gut einen Liter weniger Gas dabei habt, wie wenn ihr die 7 Liter Flasche nehmt. Für die reine Sauerstoffdeko, die ja erst ab 6 Meter beginnt, hat sie aber genügend Volumen, um ungefähr 15 bis 20 oder auch 25 Minuten Deko mit Sauerstoff zu machen, je nachdem, wie lange ihr auf 6 Meter und auf 3 Meter verbringt. Die ideale oder klassische Kombination für längere Tauchgänge, die auch mit Bottom Stage ausgeführt werden und zwei Dekogasen, ist somit das, was wir gerade gezeigt haben. Doppel-12 als Rückengerät, 80 Kubikfuß Flasche als Bottom Stage, dann die 7 Liter Flasche, die ihr ab 21 Meter mit 50% Nitrox verwenden könnt und dann, wenn ihr noch eine dritte Stage mitführen wollt, könnt ihr die 40 Kubikfuß für reinen Sauerstoff verwenden und in dieser Kombination habt ihr so die ideale Varianten dabei. Es ist nichts zu groß, zu überdimensioniert, aber es ist auch nicht zu wenig, um Tauchgänge mit dieser Konstellation durchführen zu können. Viele von euch werden aber nur eine Dekoflasche oder überhaupt eine Stage mitführen, die sie dann in der Deko verwenden. Hier ist wieder die Frage nach dem Einsatzbereich. Wollt ihr die Flasche bereits ab 21 Meter verwenden und dann euch noch nicht nur die Deko gewährleisten, sondern auch noch etwas vom Tauchgang haben, wenn ihr auf 21 Metern auf das Dekogas umsteigt, so ist hier die Flaschengröße doch etwas entscheidend. Aber auch hier würden wir für ein reines Dekogas rein die 7 Liter ab 21 empfehlen. Und wenn ihr sagt, ich mache meinen Tauchgang mit meinem Rückengas zu Ende, möchte dann aber auf 6 Metern und 3 Metern zur zusätzlichen Sicherheit oder auch um einen Dekostopp abzusitzen, reinen Sauerstoff verwenden, empfehlen wir die 40 Kubikfuß Flasche. Insbesondere deshalb, weil die 40 Kubikfuß eine sehr leichte und sehr schlanke Stage ist, die ihr im Wasser eigentlich gar nicht merkt. Ähnlich ist es bei der 7er, die aber schon wieder etwas dicker ist und deshalb etwas mehr Widerstand hat. Aber diese beiden Flaschen macht ihr sicher keinen Fehler, wenn ihr sie für Dekogase verwendet.
Die 80 Kubikfuß Flasche ist hingegen eine sehr große Stage. Sie ist lang, sie ist breit und ihr merkt sie beim Tauchen deutlich. Insofern, wenn ihr wirklich nur Dekogase verwenden möchtet, empfinden wir diese Flasche als zu groß. Auch wenn ihr zwei oder drei Tauchgänge mit einer Dekoflasche machen wollt, ist in der Regel die 40 Kubik für Sauerstoff und die 7 Liter für 50er Nitrox ausreichend. Natürlich hängt es hier von euren Tauchgängen, von euren Profilen ab und wie viel Deko ihr tatsächlich absetzen müsst. Trotzdem, die 80 Kubik ist ein Riesenklopper und nehmt die nur her, wenn ihr sie auch wirklich für den Tauchgang braucht. Natürlich hängt das Ganze auch ein bisschen von der Füllstation ab. Manche Füllstationen haben Pauschalen, die sagen, eine Flasche Sauerstoff kostet X oder bis zu 12 Litern bezogen auf die 80 Kubikflussflasche gibt es einen Festpreis. Da schenkt ihr natürlich etwas Geld her, wenn ihr dann mit den kleineren Flaschen kommt. Aber vielleicht kann man auch mit ihm verhandeln, dass ihr euch einen besseren Preis bekommt, wenn ihr mit kleineren Flaschen anreist. Auf jeden Fall, die paar Euro, die ihr hier spart, machen euch den Tauchgang mit der großen Flasche sicherlich unangenehmer. Und nochmal unsere Empfehlung, nehmt für Deko, Safety Stops oder wie auch immer, wenn ihr eine Dekoflasche mitführen wollt, nehmt die kleineren. Unsere ganz deutliche Empfehlung. Unsere Meinung zur richtigen Stagegröße haben wir euch ausführlich erklärt. Wir sind aber auch daran interessiert, wie ihr das seht, welche Flaschen ihr für welche Anwendungsgebiete einsetzt. Schreibt uns doch dazu einfach unten in den Kommentaren. Natürlich bekommt ihr Dekoflaschen auch bei uns im Online-Shop. Die Artikel haben wir euch unten wie immer verlinkt. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen abonniert doch einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.